bleiben wir beim Thema. Die weibliche Art der Selbstbefriedigung ist in ihren Ausführungen mannigfaltig und unserer Fantasie werden dann also keine Grenzen gesetzt. Mhm. Das heißt, wir brauchen ein allgemeineres Wort, wie zum Beispiel Dingsen. Ja, gar nicht schlecht. Gestern habe ich mir selbst gedingst. Mhm. Schriftführer, ja. Schreib auf. Vorschlag 1 durch Mitglied Miriam. Masturbieren wird bis auf Weiteres durch Vorschlag 1 ersetzt. Mhm. Weitere Vorschläge? Extreme Wellness oder Self-Loving. Ja. Schreib auf. Mitglied Miriam wird disqualifiziert, weil sie augenscheinlich den Unterschied zwischen Verb und Substantiv nicht kennt. Na. Aber wie wär's denn vielleicht mit Schrubbern? Ich verstehe immer noch nicht, wie du dich selbst befriedigst. Das ist gar nicht schlecht. Bleiben wir beim Bild der Männer. Die wichsen und wir bohnen. Oder ein Sprichwort? Sein Glück machen? Sein Glück machen. Ja, das würde dem Spruch eine glückliche Hand haben eine ganz neue Bedeutung verleihen. Ja, oder hey Baby, darf ich dir mal schnell zur Hand gehen? Nein, ich hab schon alleine. Oder wie wär's mit befreudigen? Ich muss ganz schnell nach Hause, ich muss mich noch selbst befreudigen. Oder sich entschlacken? Oder ich hab das Wort für die weibliche Stelle der exorbitanten Freude. Passt auf, Mädels. Wie findet ihr Pussy-Klingel? Da kann man auch ein Verb draus machen. Nach dem Motto, gestern habe ich mir in Badewanne eingelassen, eine Kerze angezündet und dann habe ich ordentlich an mir selbst geklingelt. Ja. Oder besser noch, schellen. Ja, das schellen. Schellen. Das geht auch nicht nur für Selbstbefriedigung. Wenn dein Mann jetzt zum Beispiel mal wieder fremd geht, dann hat er einen Klingelstreich gespielt. Oder er hat Schellklopfen gemacht. Oder noch, ja, das kann man noch weiter treiben. Wenn die Frau nach intensivsten Bemühungen immer noch nicht in Fahrt zu bringen ist, dann kann er sagen, ich habe geschellt und geschellt, aber niemand hat geöffnet. Ja. Ja. Und die Intimrasur, das wäre dann das Klingelschild. Ja, super. Ja. Das ist ja für alles. Super. Also, Schriftführer, schreib auf. Vorschlag 1, Dingsen, wird eigentlich komplett durch Vorschlag 2, Schellen, ersetzt. Verwendbar wie folgt, Doppelpunkt. Gestern habe ich ordentlich selbst an mir selbst geschellt, oder ich habe mich beschellen lassen, oder ich habe mit meinem neuen Freudenspender mich beschellt. Und beim multiplen Orgasmus, das war heftig, die Klingel hatte sich verklemmt und es hat nicht mehr aufgehört. Wir sind die Größte. Ah, ja. Komm, Prost. 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 Prost, das ist super. Super. So, Mädels, es tut mir leid, aber ich glaube, ihr müsst jetzt gehen. Es klingelt gleich.